Hallo alle, großes Publikum und hallo Livestream. Genau, der Titel meines Talks ist nicht ganz ohne Grund gewählt, Design and UX gestalten, gestalten, gestalten. Zum ganzen Thema Design and UX gibt es nämlich drei verschiedene Lesarten dieses Themas gestalten. Aber erstmal, wenn wir über Design und UX reden, was meinen wir denn? Es gibt ja ganz viele Beispiele von nicht so tollem Design oder UX, dass manche Sachen einfach massiv überladen sind, dass man nichts wiederfindet. Manche Sachen, die so überladen und schlecht formatiert sind, dass man extrem lebenswichtige Dinge, nämlich dieses kleine rote Teil hier, übersieht und Menschen deshalb sterben. Oder einfach Dinge, die nicht so angeordnet sind, wie man sie erwarten würde. Oder einfach sonst nicht den Erwartungen entsprechen. Und das kann teilweise auch sehr physische Auswirkungen haben. Und in der physischen Welt ist es relativ leicht, das zu verdeutlichen mit sogenannten Affordances, dass manche Dinge einfach so aussehen, als ob man sie anfassen könnte, als ob man daran ziehen könnte, als ob man drauf drücken könnte. Das Gleiche gilt aber auch für digitale Interfaces, für irgendwelche Pixelflächen. Und je nachdem, wie zum Beispiel interaktive Elemente aussehen, sehen sie mehr oder weniger, hey, da kann ich was machen aus. So weit, so elementar. Manche Sachen sind einfach nur nicht hilfreich, so okay, bringt mir jetzt auch nichts. Wie kommt sowas zustande? Oder noch viel wichtiger, wie kommt sowas nicht zustande? Also erstmal, Gestaltung. Geht es darum, dass wir irgendwelche Dinge machen, die hübsch aussehen, die Leute deshalb gerne benutzen? Richtig? Nein. Wenn ich irgendwas gestalten will, ist es immer das allererste, womit ich anfangen muss, wirklich, welches Problem habe ich eigentlich oder haben meine Nutzer eigentlich? Welches Problem will ich eigentlich angehen? Und meistens haben wir da eine Idee für, die aber meistens überhaupt nicht richtig ist. Also der erste, allerwichtigste Schritt, das richtige Problem finden, das richtige Problem definieren. Was ist wirklich ein Problem, das Menschen auch haben, idealerweise? Weil sonst ist die Lösung halt auch nichts wert. Wenn ich dann denke, ich habe ein Problem gefunden, dann forsche ich zu dieser Problemstellung und überlege, okay, warum ist das denn eigentlich ein Problem? Was genau macht dieses Problem aus? Was ist besonders daran? Wen betrifft es? Was ist an den Personen besonders, die es betrifft? Und so weiter und so fort. Das ist der größte Spaß, der größte Aufwand und man lernt immer sehr viele neue Dinge. Manchmal lernt man auch, dass die Probleme gar keine sind, dass sie gar keine Lösungen brauchen oder dass es einfach momentan nicht lösbar ist. Aber sehr, sehr, sehr wichtig. Und dann kommt der Schritt, mit dem viele Leute gerne anfangen, nämlich, haha, wie kann ich das denn vielleicht lösen? Das heißt, wenn ich sicher bin, dass es wirklich ein Problem ist und wie es aussieht, dann kann ich anfangen, überlegen, okay, welche Lösungen wären möglich? Das ist der Moment, wo ich auch gerne rumspinnen kann, wo ich wirklich, ja, warum bauen wir keinen Teleporter, wo am anderen Ende fliegende Schweinehybriden rauskommen oder so. Hey, ja klar, cool. Es geht nicht darum, dass das irgendwie machbar ist oder dass es umgesetzt wird. Dazu kommen wir erst im nächsten Schritt, wenn es nämlich darum geht, wirklich Prototypen zu bauen. Und warum brauche ich Prototypen? Ich brauche Prototypen, um wirklich einfach anfangen zu können mit den Hypothesen, die ich aufgestellt habe. Also hey, wie könnte ich das Ding lösen? Das ist vielleicht eine Idee. Ich baue eine möglichst einfache Version davon und dann teste ich sie. Und ich teste sie nicht nur einmal, nein, ich teste sie auch nicht nur dreimal, ich teste sie verdammt häufig. Testen, testen, testen und dabei beobachten, wie die potenziellen Nutzer mit meiner Lösungsidee, meiner Anwendung, meinem wie auch immer gearteten Interface umgehen. Und meistens kommt dabei dann auch wieder raus, neue Erkenntnisse, alles nicht so richtig funktioniert, zurück zum ersten Schritt, nochmal anfangen, vielleicht eine andere Problem finden, vielleicht eine andere Lösungsidee finden. Aber mit der Forschung am Anfang und der Forschung bei der Anwendung des Prototypen zusammen, da stellt sich raus, okay, ist das, was ich hier gerade tun will oder tue oder versuche, überhaupt irgendwas, was funktionieren kann, was Leute anwenden, was sie auch nutzen wollen. Und das ist ziemlich viel Arbeit, es dauert auch ziemlich lange. Und irgendwann erreicht man dann den Punkt, wo man sagt, ja, okay, ich glaube, das ist jetzt gut genug. Und das ist ein wichtiger Schritt, irgendwann zu sagen, es ist gut genug, denn man kann genauso gut über Jahre und über Jahrzehnte weiterforschen und weiterplanen und weiter iterieren und sagen, ja, aber vielleicht diesen einen Fall noch abdecken und das hier noch ein bisschen anders machen. Es bringt aber irgendwann nichts mehr. Also in dem Moment, wo das immer weiter geforscht wird, immer weiter dran gebastelt wird, aber nie wirklich benutzt wird, ist es halt auch keine Lösung für niemanden. Deshalb irgendwann wirklich sagen, okay, jetzt ist erstmal gut genug, wir bauen dieses Ding jetzt und testen dabei und danach immer weiter und weiter und weiter und weiter. Und in dem Zuge kommt dann noch endlich mal dieses, hey, wir machen jetzt mal hübsches UI und hübsche Interaktion. Wie mache ich so eine Lösung sinnvoll? Nämlich nicht anfange von, hey, ich mache irgendwas Hübsches, sondern ich gucke mir an, wie sieht so eine Reise aus. Also das ganze Ding betrachten als Lösung in einem Kontext, in einer Abfolge von Aktionen, in einer Lebenssituation, für bestimmte Personen,
etwas umsetzen. Und ich habe als Beispiel, ich weiß nicht, ob es total anachronistisch ist mittlerweile, meine Taxibestellung von früher. Also ich bin auf dem Land aufgewachsen, da war das so, dass Taxis sowieso schon nicht so gut funktioniert haben. Und dann ruft man von irgendeinem Festnetztelefon an, war das damals noch, und sagt denen, hallo, hier bin ich, ich hätte gerne ein Taxi. Dann sagen die, jo, dauert so 10, 20, 30, 50 Minuten, wer weiß. Dann passiert ganz lange nichts. Entweder kommt dann eins oder es kommt keins. Und wenn man lange genug gewartet hat, geht man wieder zum Festnetztelefon zurück und ruft nochmal an und sagt, hallo, wo ist denn das Taxi? Und dann sagen die, ja, ja, boah, ist unterwegs. Da geht man wieder raus und wartet wieder und irgendwann geht man wieder rein und sagt, hallo, ist immer noch kein Taxi da? Sie so, nö, der war schon da, sie waren nicht da, der ist weggefahren. So, ja, geil, ich hätte gern wieder ein neues Taxi. Irgendwann kommt das Taxi dann und fährt dann hoffentlich auch dahin, wo man möchte, wenn der Fahrer denn weiß, wo das ist. Heute hätte er ein Smartphone dafür, gab es damals auch noch nicht. Und dann am Ende heißt es, ja, aber nur Bargeld, Karte ist auch nicht und naja, okay, dann sucht man einen Geldautomaten und irgendwann komme ich vielleicht mal an. Nicht so die allerbeste Erfahrung. Wenn man die Alternative anschaut, im Regen heimzulaufen, ist es gerade noch so ein bisschen besser als das. Aber jetzt, wo wir alle Supercomputer in der Hand haben, mit Sensoren und super viel Rechenleistung, die wissen, wo wir sind und die uns sagen können, wo wir irgendwo hinkommen und die uns anzeigen können, was vielleicht das Taxi gerade macht, ist es viel einfacher. Ich sage einfach, ich möchte dahin und der ganze Rest passiert im Hintergrund, passiert wie Magie. Also erstmal eine viel bessere Nutzererfahrung, aber eben als Teil der Nutzerreise. Ich könnte jeden einzelnen Teil von dieser alten Geschichte auch einzeln digitalisieren. Ich kann sagen, ich mache ein besseres Anrufen oder ich baue eine App, die sagt dir deine aktuelle Adresse und dann rufst du halt an und sagst, meine App sagt die Adresse so und so. Ja, okay, kein großer Gewinn, aber digitalisiert. Anyway, der zweite Teil von Gestalten oder Gestalt ist wirklich die Gestalttheorie. Und bei der Gestalttheorie ist als immer gerne als Beispiel diese Würfel hier angeführt. Wenn man den lange anschaut, kippt er irgendwann um. Also die meisten Leute nehmen den zuerst wahr als Würfel, der quasi in den Raum reinragt und wenn ich dann gucke, dann guckt er irgendwann in die andere Richtung und beide dieser Betrachtungsarten sind gleich richtig und gleich gültig. Und die Gestalttheorie oder Gestaltpsychologie befasst sich damit, wie organisieren wir denn Wahrnehmung oder organisieren wir unser Denken und Fühlen quasi im Gehirn, im Kopf. Und wichtige Erkenntnisse daraus sind einfach auf alles Mögliche anwendbar. Das Einfachste sind wirklich so visuelle Dinge. Zum Beispiel, wenn einfach ganz viele Dinge gleich aussehen, dann sehen wir sie halt als eine große Gruppe von gleichen Elementen wahr. Das heißt, sobald eins davon raussticht, ist das besonders auffällig. Das heißt, so kann ich zum Beispiel Aufmerksamkeit lenken. Dann sind Menschen immer gerne dabei, dass hier zum Beispiel, hier, das sind zwei Linien, die gehen durch. Die eine geht von links irgendwo nach rechts, die andere geht von oben nach unten. Wir sehen Dinge gerne als kontinuierlich, auch wenn es eigentlich vier Linien sind. Genauso füllen wir gerne irgendwelche Lücken ein. Die meisten Leute sehen hier sofort irgendwie ein Dreieck. Das Dreieck ist aber gar nicht da. Jetzt ist das Dreieck da. Wenn ich dieselben Sachen anders arrangiere, ist natürlich keine Form mehr da. Also wir füllen Lücken ein, wir vervollständigen irgendwelche Bilder. Wir nehmen auch Gruppen wahr. Wenn irgendwelche Sachen hier wahllos angeordnet sind, dann ist es halt ein bedeutungsloses Muster. Sobald sie irgendwie arrangiert sind, sieht es aus wie ein Element, das potenziell Bedeutung trägt. Was man zum Beispiel beim Icon-Design oder bei irgendwelchen Menüs immer sehr gut sehen kann. Und wir mögen es, wenn Dinge richtig angeordnet sind. Also wenn irgendwas so versetzt ist, es sitzt irgendwie nicht so richtig, es fühlt sich ein bisschen komisch an, kaum ist es irgendwie arrangiert, fühlt es sich ganz anders an. Was häufig gerne gesagt wird, ist, dass das Ganze mehr ist als die Summe seiner Teile. Das stimme ich nicht ganz zu, es ist anderes als die Summe seiner Teile. Also die einzelnen Elemente sind nach wie vor da, aber wenn man sie bestimmt arrangiert oder wenn man sie als Gesamtes betrachtet, kriegen sie noch eine neue Bedeutungsebene dazu. Und wenn wir zurückdenken an die Beispiele am Anfang, da waren teilweise Sachen, okay, ich würde erwarten, dass es so weitergeht und dann war da irgendwie kein Button oder der falsche Button oder die falsche Farbe. Und das sind jedes Mal so kleine Dinge, wo sich Leute dran stoßen, wenn sie etwas benutzen sollen, egal ob es jetzt physisch ist, eine Tür, die ich drücken soll, die aber so einen Ziehgriff hat oder umgekehrt oder ein Knopf, der irgendwie grün sein sollte, aber rot ist und so weiter und so fort, die einfach mit den Erwartungen brechen. Die letzte und für mich wichtigste Bedeutung von Gestaltung sind die Personen, die gestalten, nämlich die Gestalten und die Gestalterinnen. Die haben eine unglaubliche Macht in dem ganzen Sinn. Designethiker hat noch gar nicht so lange her gesagt, es gibt so ein paar hundert Ingenieure weltweit, die definieren für Milliarden irgendwie, wie sie ihr Leben leben. Nämlich die Leute, die zum Beispiel diese Phones hier designen und bauen. Also sowohl wie die Hardware aussieht, als auch wie die Software aussieht, als auch was darauf läuft und auch was die Anwendungen darauf machen dürfen. Und in diesem Sinne ist Design zum einen alles, also nicht nur, wie mache ich es hübsch, sondern auch der ganze Gedankenprozess dahinter. Aber es ist eben auch eine Art der Machtausübung.
Und das bedeutet, als Designer, egal in welcher Funktion ich jetzt gerade Designer bin, ob ich irgendwie programmiere, ob ich wirklich visuelles Design mache, Interaktionen mache, muss ich mir dieser Macht bewusst sein und die ordentlich einsetzen, ethisch einsetzen. Und das bedeutet jetzt nicht nur, ich baue keine App, mit der ich Drohnenschläge buchen kann oder so, sondern auch viel unoffensichtlicher. Alleine dadurch, welche Möglichkeiten ich anzeige, bestimme ich schon, wie Menschen denken können oder was sie eben auswählen können. Wenn ich sage, du kannst deine Pizza irgendwie in klein, groß und viereckig haben, sind die ganzen Optionen, die zum Beispiel keine Pizza sind oder ganz andere Formen sind, einfach gar nicht da. Das heißt, das sind so wichtige Fragen, die man sich stellen sollte, welche Möglichkeiten gebe ich denn oder welche Möglichkeiten werden mir gegeben, welche Möglichkeiten werden mir entsprechend nicht gegeben und warum sind es diese und keine anderen. Wenn es irgendwie um Pizza geht, ist klar, das hat eine Pizzeria, die können halt vielleicht nicht so gut Pasta oder Döner machen, aber wenn es um Auswahl geht, zum Beispiel bei Datenschutzeinstellungen oder so oder mit wem kann ich was teilen, dann kann man eben schon fragen, warum ist es so gelöst und nicht anders. Und wenn ich zum Beispiel bei Facebook schauen will, hey, welche Events habe ich denn heute Abend, dann geht das nicht direkt, sondern ich muss immer erst in den Newsfeed reingehen, wo ich dann sehen kann, oh, der hat wieder was gepostet, da ist wieder ein Foto und dann ist es 43 Stunden später und ich weiß immer noch nicht, wo meine Party eigentlich stattfindet. Und um wieder zurückzukommen auf, wie gehe ich das Ganze überhaupt an, welches Problem will ich denn überhaupt lösen und ist das überhaupt ein Problem? Gerade wenn man sieht, welche kommerziellen Interessen häufig hinter Anwendungen stecken, dann wird die erste Frage oder die zweite Frage gar nicht unbedingt beantwortet. Dann ist das überhaupt ein Problem? Für den Nutzer nein, für mich als kapitalistische Entität vielleicht schon, wenn ich sage, ich hätte aber gerne mehr Geld oder mehr Profit. Aber wenn das einfach niemanden betrifft, der sagt, das würde ich gerne besser lösen, dann muss es vielleicht auch nicht gebaut werden. Letztlich, wer sind meine Nutzer und wie gehen sie das momentan an? Denn auch da, ich kann halt eine wunderschöne Lösung bauen für jemanden, der total irgendwie jung und komplett funktionsfähig ist, körperlich und alles hinkriegt und alles lösen kann, alles sehen kann. Aber die meisten Menschen sind eben nicht so. Deshalb, im Sinne von Jugendhakt, nutzt Code und Design, um die Welt zu verbessern und nicht, um sie zu verschlechtern. Danke.